Hallöchen aus Bremen. Mein Bruder und ich sind mal wieder auf Tour und sein Fuß ist immer noch nicht ganz geheilt von der Italien-Tour. Aber das wird immer besser und besser. Und es ist schon 2 Monate her und er ist immer noch nicht ganz geheilt. Aber er kann ohne Krücken laufen und ja, den Wagen hier schieben. Aber ich kann noch keine Vollfettwanderung machen, die so richtig weit mit ganz vielen Kilometern und so weiter gehen. Das ist schade. Wir machen heute einen Städtetrip durch Bremen und vor fast exakt genau einem Jahr haben wir das schon mal gemacht mit MarvCon TV. In Bremen war ich schon unzählige Male, aber ich finde, das Video war nicht so zufriedenstellend. Also der Städtetrip damals vor einem Jahr. Und deswegen gibt es jetzt eine Remastered-Version, also ein Städtetrip Bremen 2.0 mit noch ein paar Dingen, die ich damals nicht gezeigt habe. Wir starten wie letztes Jahr im Bürgerpark Bremen mit den Eseln. Esel sind geile Tiere. Und Gänse sind auch geil, weil die schnattern so geil. Ziegen, eins meiner Lieblingstiere. Das sind richtig geile Geräusche. Ich liebe diese Geräusche. Ich auch. Da müssen noch viel mehr davon herkommen. Mach das nochmal. Der V hier, oder die Vauen, die ihr da seht, die laufen hier eigentlich frei im Park herum. Also wirklich, die könnten überall hinfliegen, wo sie wollen. Jetzt sind sie aber da im Gehege drin. Vielleicht, weil es denen gesundheitlich nicht gut geht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Die waren sonst immer hier frei im Park. Dieses Reetdach, wo die Shetland-Ponys drin sind, das erinnert mich so ein bisschen an den Lost Place, den es mal in Celle gab, in Beue. Den gibt es aber nicht mehr, deswegen verrate ich das auch. Die Ärztevilla mit Dialyseklinik dran. Das war ein millionenwertes Gebäude. Das war unglaublich, dieser Bau. Die richtig heftigen Urbexer müssten das kennen. Es ist nur 4 Kilometer von meinem Haus entfernt. Ich hätte da jeden Tag hingehen können. Aber jetzt steht es leider nicht mehr. Das war so ein krasser Lost Place und auch eins meiner ersten. Wer weiß, welchen Lost Place ich meine? Und wer ist da schon mal gewesen? Schreibt es in die Kommentare. Ich glaube, da drin kann man sitzen in diesen geschnittenen Gebüschen. Oder? Kann man da drin sitzen? Ich war da noch nie drin. Oh. Ich hätte da noch nie gepennt. Pennen wird wohl auch schwierig sein, aber es sieht sehr schön aus. Das haben die wirklich sehr schön geschnitten hier, diese Hecken. Schaut euch mal diese Wohngegend an. Also da wohnen bestimmt Reiche. Jetzt haben wir Straßenbahn zum Marktplatz. Da wären wir beim Marktplatz. Und hier ist auch schon der Bremer Dom, der St. Petri Dom. 98 Meter hoch. Gebaut in einem romanischen Stil. Und die Straßenbahn fährt jetzt in Richtung Stadtmusikanten, wo wir jetzt auch gleich hingehen. Hallo, ich bin hier. Ach Mensch, dich kenne ich doch irgendwo hier. Hä? Echt jetzt? Kennst du ihn? Ich glaube, das ist ja, aber ich weiß nicht. Dieses Viereck ist der Bremer Spuckstein. Und da spucken gelegentlich mal Leute drauf. Jetzt ist schon alles getrocknet, aber man sieht, dass hier schon Leute drauf gespuckt haben. Und das Ganze ist nicht sinnlos, denn vor sehr, 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 sehr vielen Jahren war hier mal eine Frau, die hat Männer verführt und hat sie am Ende umgebracht. Und irgendwann wurde die Frau hingerichtet, der Kopf wurde abgeschlagen und der ist dann hier hingerollt, der Kopf der Frau, und hier gelandet auf diesen Spuckstein. Und deswegen spucken die Leute da drauf. Diese beiden Reitfiguren stehen hier vorm Bremer Rathaus und auf der gegenüberliegenden Seite sind die Stadtmusikanten. Also wir müssen nur einmal rumgehen um das Rathaus und dann kommen wir zu den Stadtmusikanten. Das Bremer Rathaus jetzt immer von der Frontalansicht, davor der Bremer Roland und drumherum weitere besondere Architekturen. Und da sind die Stadtmusikanten. Ich habe mit mehr Leuten gerechnet. Weil rund um die Uhr stehen ja eigentlich ganz viele Leute, die fotografieren wollen. Aber jetzt gerade sind das nicht so viele Leute. Ja, dass ich die sogar direkt frontal auf die Kamera bekomme, die Stadtmusikanten. Für mich persönlich ist Bremen eins meiner Lieblingsstädte. Aber mein Bruder, der selber in Bremen wohnt, der findet Bremen überhaupt nicht geil. Nee, ich will hier weg.
Aber ich glaube, ich werde mich allgemein in einer Großstadt nicht wohlfühlen. Ich auch nicht. Nie im Leben zu viele Menschen. Ja. Krankheit. Hier, die Bremer Schuld. Es gibt eine genaue Anzeige. 22,6 Milliarden Euro Schulden. Und guck mal, wie viele Achten da sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Achten in Folge. Also, das wird man kein zweites Mal sehen. Es ist, ja, wie du gerade sagtest, wie im Lotto zu gewinnen. Ja. Es ist so unwahrscheinlich. Und darunter, ihr persönlicher Anteil. Also, der durchschnittliche Bürger in Bremen hat 88.888 Euro Schulden. Auch eine unglaubliche Zahl. Ja, das sollte jede Stadt mal haben, so eine Schuldentafel. Letztes Jahr habe ich auch die Schuldentafel gefilmt. Und deswegen kann ich jetzt den ultimativen Vergleich zeigen, wie das letztes Jahr war und dieses Jahr, wie hoch die Schulden angestiegen sind. Und ich bin mir ganz, 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 ganz sicher, dass die Schulden angestiegen sind in Bremen. Aktueller Stand ist 22 Milliarden Euro. Naja, eigentlich kann man aufrunden auf 23 Milliarden Euro. Und wie man sehen kann, es steigt. Unten steht noch der persönliche Anteil, 33.822 Euro. Wir sind jetzt im Schnorrviertel. Hier kommt die engste Straße Bremens. Und die ist wirklich sehr eng. Mal gucken, ob Naturin mit seinem Wagen da durchkommt. Das hier ist die engste Straße in Bremen, da geht's jetzt durch. Prüfen, ob ich da mit meinem Wagen durchpasse. Naturin geht vor, wenn er stecken bleibt, dann kann ich auch nicht weiter. Jetzt wird's spannend, jetzt wird's richtig eng. Prüfen, ob ich da jetzt mit dem Wagen durchpasse. Ich passe gerade so durch. Das ist voll cool, ich mag das. Der Wagen ist richtig geil. Jetzt wird's spannend, ob ich da mit dieser Isomatte durchkomme. Ja, hab ich geschafft. Jo, stell dich mal vor die Tür da. Mal gucken, ob du größer bist als diese Tür. Ich bin 1,66 groß. 1,66 groß und fast größer als die Tür. Tja, ist alles hier ganz schmal. Im Schnorrviertel. Aber trotzdem gut besucht hier. Und beliebtes Viertel. Und das ist übrigens kein Privatland, das ist ein Textilhandel. Da muss ich richtig ducken, da rein. Wie groß bist du? 1,73. Dann ist die Mitte des Türes ungefähr 1,73 groß. Ich bin kleiner als Joshua Kimmich. Gerade eben hat endlich mal eine Frau gesagt, dass es praktisch ist, mit so einer Sackkarre zu wandern. Da hat man das ganze Gewicht nicht auf dem Rücken. Endlich haben die Leute es begriffen. Oder zumindest eine Person. Eine einzige. Eine einzige hat es begriffen, endlich mal. Das ist viel besser, als mit einer Sackkarre zu wandern, als so wie ich mit einem Rucksack. Weil mein Rücken ist jetzt schon wieder völlig zerstört. Mit Schulterschmerzen wird man am Ende im Bett liegen. Das ist doch immer das Gleiche, mit einem Rucksack zu wandern. Ich bin so geisteskrank, dass ich Zitrone genommen habe und das nehme ich immer wieder. Ich bin voll Zitronenfan, was Eis angeht und After Eight natürlich. Was hast du gekauft? Bounty und Waldmeister. Dann lass es schmecken. Ganz viel Schokolade drin, mit ganz viel Pfefferminzschokolade drin. After Eight, das ist gut. Die Eisdiele heißt so, da könnt ihr mal vorbeigucken. Bei Architekturfans darf die Böttcherstraße auf jeden Fall nicht auf der Liste fehlen. Durch die gehen wir jetzt. Goldene Fassade da vorne. Ist nur von dieser Seite aus zu sehen. Ja, eine besondere Straße, die Böttcherstraße. Da in dieser Mühle kann man auch essen, aber die Gastronomie ist schon zu. Würden wir sowieso nicht machen, aber es wäre möglich. Und davor sollten einige schöne Blumen sein, ja, die sind hier auch, aber die sind noch nicht fertig geblüht. Das wäre hier eigentlich viel bunter. Aber es könnte hier sehr, 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 sehr schön aussehen.
2022 konnten mein Bruder Mavcon TV und ich den Kunsttunnel noch mit seinen echten Kunstwerken bestaunen, doch mittlerweile haben irgendwelche Vollidioten den ganzen Kunsttunnel mit Graffiti besprüht und da fehlen mir einfach nur noch die Worte, wie man so eine Scheiße anstellen kann. Ein einziger Maler hat den ganzen Tunnel mühevoll gestaltet mit wunderschönen Bildern und dann kommen irgendwelche Leute mit Graffiti daher und zerstören all seine Kunstwerke. Die Weserwehr, diese blauen Dinger, die leuchten im dunklen Blau. Von der Weserwehr aus hat man Ausblick auf die Industriegebiete in Bremen. Ja, ist schon ein schöner Ort in Bremen, an dem ich schon mehrfach war, wo man geile Sonnenuntergänge erleben kann. Und entspannt dort hinten auf der Wiese liegen kann. Jetzt kann man mal sehen, wie tief das Becken eigentlich wäre. Ist schon was. Da ist auch eine Anzeige, aber die könnt weder ihr lesen noch ich. Die Schiffe, die fahren hier rein. Und dann geht irgendwie das Wasser hoch und die werden dann höher gestiegen und dann kommt so ein Druck nach oben und dann werden die nach da hinten hin katapultiert und dann landen die da drauf und fahren dann weiter. Genau, so funktioniert diese Schiffsschleuse und nicht anders. So, das war's mit dem Städtetrip Bremen, aber wir haben ja diese Isomatte nicht umsonst dabei und Schlafsack und so weiter. Und diese ganze Ausrüstung schleppen wir nicht für einen Städtetrip mit, denn wir werden jetzt noch an dem See übernachten in Bremen. Wir müssen dafür aber noch ein bisschen zu Fuß gehen. Und wenn ihr die Übernachtung sehen wollt, das wird in der nächsten Folge gezeigt werden, dann wisst ihr, was ihr tun müsst. Abonnieren und die Glocke aktivieren. Das müsst ihr nur machen und schon könnt ihr das nächste Video sehen, weil dann werdet ihr benachrichtigt. Dann bis zum nächsten Mal.